Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Oh je, noch ein Erdbeben. Oh Gott, ich hoffe, meine Hütte geht's gut. Meine schöne Basis, die ist noch neu. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es ziemlich viele Erdbeben. Ist hier eigentlich eine Karte? Nein. Schön. Kann man nicht reinzoomen? Was ist das denn? Okay. Sieht echt schön aus. Waren wir da recht schon? War das der Klierberg? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht sie echt schön aus. Ja. Gefällt mir sehr. Oh ja, mein voriger steht noch. Oh, du bist aber früh auf den Beinen, Moritz. Hast du das Erdbeben eben auch mitbekommen? Diese ständigen Erdbeben. Es ist unmöglich, in Ruhe zu schlafen. Hey, ihr da. Hey, Lampreira, was ist los? Geh bitte schnell zum Pokémon-Platz. Die anderen sind auch schon alle dort. Nein, nein, stimmt irgendwas nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Zingulis hat alle zusammengetrommelt. Er hat auch die ganzen anderen Retterteams versammelt. Los, warten wir. Worauf warten wir? Ja, los, warten wir. Warten wir vor der Basis. Ja, die schaffen das schon. Wow, sieh dir all die Pokémon an. Hier sind ja wirklich jede Menge Retterteams. Ich habe sogar einige berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten erspürt. Dieses Jahr Tengulis. Was hat der mit all den Retterteams nur vor sich? Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Mir fällt es echt nicht leicht, hier vor so vielen von euch zu sprechen. Wobei, entschuldigt, das tut jetzt echt nichts zur Sache. Wir haben ganz andere Probleme. Die Lage ist nämlich ernst. Wie ihr wisst, hat sich Simsalas Team ja in die Tiefen dieser Welt aufgemacht. Doch sie sind noch immer nicht zurückgekehrt. Was? Ist das wahr? Ja, leider. Simsala und sein Team sind aufgebrochen, um Groudon zu besänftigen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Offen gestanden haben wir keine Ahnung, was mit ihnen passiert sein könnte. Keine Ahnung? Hä? Keine Ahnung? Hä? Hä? Wie ist das denn möglich? Wie ist das möglich? Wir sprechen hier immerhin von Simsala. Oh nein, Leute. Zurückgekehrt sind sie jedenfalls noch nicht. So viel steht fest. Das ist wahr. Und es scheint, dass Gordon eine Nummer zu groß für uns ist. Was? Im Ernst? Ist dieses Pokémon namens Gordon etwa so stark? Geh doch los und überzeug dich selbst davon, wenn du mir nicht glaubst. Was? Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Da unten fließt überall Magma. Da verbrenne ich mich doch gleich. Ruhe! Seid bitte ruhig! Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist bestimmt kein Ort, an den sich jeder hintrauen kann. Deswegen habe ich so viele Retterteams gebeten, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam aus den Besten der Besten bilden. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird sich als heldenhaftes Team in die Tiefen dieser Welt begeben? Hey, Moritz, das ist unsere Chance. Wir versuchen es. Lasst das lieber bleiben, Freunde. Was soll das denn jetzt? Das ist doch wohl unsere Entscheidung, oder? Hört mir doch erstmal zu. Ich bezweifle ja gar nicht, dass ihr zwei schon sehr viel stärker geworden seid. Aber es gibt da draußen noch so viele Pokémon, die deutlich stärker sind. Will denn keiner vortreten? Ich werde gehen. Wow, das ist Turtok. Du meinst Raubeil-Turtok von Team Hydro? Die Wassersalven aus den Kanonen auf seinem Rücken durchdringen sogar Stahl. Gerüchten zufolge soll es sich bei Groudon um ein Boden-Pokémon handeln. Ich bin ein Wasser-Pokémon und somit im Vorteil gegenüber dem Typ Boden.
Meine Hydropumpe wird mit Growler einen kurzen Prozess machen. Ich bin auch mit von der Partie. Wow, das ist Octillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ihre Spezialität sind hartnäckige und lähmende Attacken. Sie hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In dem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn ich ein starkes Pokémon sehe, möchte ich es sofort mit meinen Tentakeln umklammern. Ihr werdet mich dabei doch wohl nicht vergessen, hm? Bestimmt im Erdbeben, oder? Ich bin gespannt. Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Oh. Okay, ich dachte auch nach einer Attacke irgendwie benannt. Sein Körper ist hart wie Stein. Er hält sogar Explosionen ohne größeren Schadenstand. Das ist das neue Team. Okay, sollte Gordon wirklich erwacht sein, wird es sein blaues Wunder erleben. Ich setze nämlich Steinwurf ein und schicke es damit postwendend ab in die Haie. Oh, Turtok, Octillery und Geowatz. Ich glaube, an dieser Auswahl kann niemand etwas aussetzen. Diese drei werden sich also aufmachen, um Simsala aus den Tiefen zu retten. Hurra, eine sehr gute Wahl. Ihr macht das stellvertretend für uns alle. Gebt euer Bestes. Auf geht's. Okay, und was ist mit mir? Hallo? Ich will auch mit. Ich habe schließlich Arctos, Lavados und Zapdos besiegt. Hallo? Das ist ja hier eine Frechheit. Na, seht ihr, die sind echt mit allen Wassern gewaschen, nicht wahr? Ihr könnt die Angelegenheiten also getrost ihnen überlassen. Hm, da kann man nichts machen, Moritz. Doch. Wir gehen da auch heimlichen. Ich wäre nur so gerne selbst mitgegangen, aber wie auch immer. Überlassen wir die Angelegenheiten dort unten Turtok und den anderen. Wir konzentrieren uns in der Zwischenzeit lieber auf unsere Rettungsaufträge. Och man, ich wollte auch dahin. Mann, Kackspiel. Boah, muss ich jetzt hier wieder 3 Tage warten, bis ich hier dahin kann? Wenn die zu blöd dafür sind? Ich glaube schon. Was ist denn ein beliebtes Band? Ich guck mal, ob ich das mir hole. Hört sich interessant an. Also früher bin ich ja irgendwie immer nur danach gegangen, was gab es als Belohnung. Den Auftrag nehme ich an, aber irgendwie nehme ich hier fast alles an. Frostwald waren wir gerade, oder? Ne, waren wir nicht. Wir waren in Finsterforst, waren wir, glaube ich. Mann, ich würde so gerne jetzt dahin. Also, ne? Nach Groudon. So, wir machen den Feuerberg. Dings. Taubsi, du bist noch mit im Team. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel, viel Glück und gutes Gelingen in meinem Team. Vielleicht treffen wir auf deinen Vater. Aber auch nur vielleicht. So, Kamaup, ich brauche dich in meinem Team. Kommst du bitte? Na, vielleicht sollte ich mit Anthony herumlaufen. Ich glaube, ich laufe mit Anthony herum. So, 22, okay, gut. Kreideschatten, nee. Bah. Bah. Pfui Teufel. Nein. So. Anton, ich nehme dich. Schnecki Maki. Hi, Schnecki Maki. Kommst du in mein Team? Oh, nee. Ach, man. Feurige, ne? Bitte fang nicht so an wie Anton. Das ist nämlich gar nicht gut. Aua, das tat weh, Magbi. Ich glaube, Magbi haben wir schon, oder? Nee, haben wir, glaube ich, auch nicht. Hier hatten wir, glaube ich, gar nichts. So. Oh. Ich wollte Magbi angreifen. Mann. Okay, Genauigkeit ist verschwunden. Was haben wir im letzten Part gemacht eigentlich? Wir haben... Ach, stimmt. Wir haben die neue Geheim... Also die neue Base bekommen. Ich will immer Geheimbase sagen, weil das ist noch von hohem Flair. Weil man da überall diese Geheimbasen bauen konnte. Mann, Feurige, hör auf, bitte. Taubsi, hast du Level Up endlich? Gut. Gut gemacht, Taubsi. So. Okay, ich mache jetzt einfach von hier aus schon mal Angriff. Weil dann kommt der Feurige nicht mehr in die Quere. Du
Igel. Ha, jetzt habe ich sie aber gegeben. Oder kommt irgendwas? Da laufen wir mal gekonnt weg. So. Ich weiß gar nicht, auf welche. Ah, auf der Ebene. Okay, cool. Haben wir gleich schon geschafft. Ich wollte jetzt lieber die kleinen Aufträge machen, damit wir in der Story vielleicht ein bisschen weiterkommen. Also ein Auftrag halt, ne? Ja. So. Hallo Schneckmark. Oh, daneben. Scheiße. Ja, okay. Oh, der Raum ist aber groß. Was ist das denn? Schleimkost, okay. Na, Schneckmark, ich hab dich. Na? Wie geht's dir hier? Eigentlich musst du dich doch hier wohlfühlen. Dann schließlich Magma, Schneckmark. Hier ist es schön warm. Nee, ich möchte ihn trotzdem verlassen. Ja. Ich war heute außerdem beim Friseur, ne? Und der Friseur hat mir viel zu viel abgeschnitten. Ich habe gesagt, die Seiten bitte. Fade schneiden, ja. Also, dass sie so ausgeblasen werden. Und dann hat er angefangen, oben herum zu schneiden. Da dachte ich mir nur, was? Stopp, stopp, stopp. Ich habe die dann so schön wachsen lassen. Und jetzt schneidet er einfach die Hälfte wieder ab. Alter, jetzt kann ich wieder 2 Jahre warten, bis sie länger sind. Mann, ey. Da war ich ein bisschen traurig, Leute. Dann habe ich ihm auch noch Trinkgeld gegeben, 5 Euro. Ach, Mann, ich bin einfach zu nett. Was, was? Schon wieder ein Erdbeben? Oh, es ist vorbei. So viele Erdbeben. Ob das irgendwann mal ein Ende nimmt? Moritz, was passiert gerade auf dem Pokémonplatz? Hey, hatten wir das nicht gerade? Es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Lass uns am besten sofort nachsehen gehen. Ein Déjà-vu? Okay, diesmal ist Tuk-Tuk nicht dabei. Hey, Lomberero, was ist hier denn los? Oh, Palenia, nun. Sieh es dir am besten selbst an. Oh nein! Das sind Tuk-Tuk und die anderen! Danke, Chris! Was ist passiert? Sie wurden vernichtend geschlagen. Sie wurden vernichtend geschlagen im unterirdischen Dungeon. Ist das dein Ernst? Dieser Ort! Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es dort zugeht. Wir sind noch nicht mal bis zum Gordon vorgedrungen. Nichts und niemand kriegt mich zurück an diesen fürchterlichen Ort. Dieser Ort tief unter der Erde. Anscheinend hat er unsere Vorstellung bei weitem übertroffen. Oh ne, es kommt Gengar. Diese Narren. Das kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Gengar! Warum hältst du dich? Du nicht einfach mal den Rand. Es geht hier um Simsalas Team. Wir müssen es retten. Muhaha, denken ist nicht gerade eure Stärke, was? Sogar die dort sehen cleverer aus als ihr. Wer hätte das gedacht? Sogar Tuk-Tuk wurde besiegt. Das muss ein ganz schrecklicher Ort sein. Wer würde schon freiwillig in einen so gefährlichen Dungeon gehen? Ich auf keinen Fall. Ich kann da nicht rein. Ich fange zu leicht Feuer. Mir gehen Erdbeben gegen den Strich. Das ist wie mit offenen Augen ins Verderben zu gehen. Leute, seht ihr, endlich kapieren die Pfeifen, dass sie hier nichts ausrichten können. Ich würde mich ja doch nur mal in Blätterfächer verbrennen. Selbst ein Gules bekommt weiche Knie. Seht's doch endlich ein, sein Bestes zu geben reicht halt nicht. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert. Hört auf eurem Verstand und lasst das mit der abenteuerlichen Reise lieber sein. Muhaha, Eigenlob stinkt zwar, aber das waren wahrlich weise Worte von mir. Ach Moritz, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Was sollen wir nur tun? Auch wenn es heißt, dass wir keine Chance hätten, sollen wir trotzdem nichts wie los, sage ich dir, Alter. Ja, du hast wahrscheinlich recht. In Ordnung. Hört mal alle zu. Wir gehen. Wir werden Simsalas Team retten. Was? Was war das? Hä? Hey, wer sind die überhaupt? Ich kenne die nicht mal. Das ist Team Entenfeuer. Hier in der Gegend sind die ziemlich bekannt. Team Entenfeuer?
Die, von denen wir dachten, sie hätten mit der Legende von Vulnona zu tun? Davon habe ich gehört. Waren sie nicht bis vor kurzem auf der Flucht? Haben die denn überhaupt eine Chance? Sonderlich stark sehen die nicht aus. Zugegeben, vielleicht sind wir damit in der Tat etwas unbekümmert. Aber wir sind und bleiben ein Retterteam. Wir wollen den Pokémon helfen, die Opfer der Naturkatastrophen geworden sind. Genau aus diesem Grund haben wir ein Retterteam gegründet. Deshalb will ich Sinsalas Team retten, auch wenn es sehr riskant ist. Egal was auch passiert, wir geben niemals auf. Dieser unverwüstliche Kampfgeist ist der ganze Stolz von Team Entenfeuer. Meine Güte, bei euch herrscht da wirklich Durchzug im Oberstübchen, wie? Schneidet euch doch eine Scheibe von den anderen ab und haltet den Ball flach. Nein, Palenya hat recht. Hä? Ganz genau, meine Angst hat mir irgendwie den Blick für die Realität verstellt. Was? Wir haben vergessen, worauf es ankommt. Schließlich sind wir doch Retterteams und wir dürfen ruhig stolz sein. Stolz darauf, dass wir Retter sind. Ich glaube es nicht. Ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Warum hört ihr auf diese Witzfiguren? Ihr stürzt euch doch bloß ins Pferdeerben. Findest du? Wir sind doch erst einmal gescheitert. True Talk. Jetzt ist sowieso nicht die rechte Zeit, um auf den faulen Haut zu liegen. Wah! Genau, Schluss mit diesem Selbstmitleid. Geben wir jetzt auf? War alles umsonst, nicht mit mir. Octillery und auch Geowax. Oh, das klang eben aber noch ganz anders. Stimmt, genau. Es muss irgendeinen Ausweg geben. Solange wir alle zusammenarbeiten, finden wir bestimmt einen Weg. Ziehen alle Ritterteams an einem Schrank, meistern wir den Dungeon bestimmt. Und Gengar holt jetzt erstmal. Sag mal, tickt ihr doch ganz sauber? Oder habt ihr jetzt etwa völlig den Verstand verloren? Jammert mir nachher ja nicht die Ohren voll. Ich hätte euch nicht gewarnt. Viel Spaß im Land der Schmerzen. Wünsche ich euch Pfeifen. Wa? Tschüss. Danke, Palenya. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Und zwar unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt! Lasst uns kräftig in die Hände spucken. Zeigen wir ihnen, dass wir Retterteams wirklich drauf haben. Yippie! Okay. Durch das Wortgefecht mit Gengar haben wir leider einiges an Zeit eingebüßt. Doch jetzt hindert uns nichts mehr daran, den unterirdischen Dungeon anzusteuern. Ich weiß, wir brechen erst morgen auf, aber ich kann es kaum noch erwarten. Nutzen wir also die verbleibende Zeit heute dazu, um uns vorzubereiten. Sag mal Bescheid, wenn wir aufbrechen können. Ja, gut, ne? Haben wir noch Geld? 800, die lagere ich mal lieber sicherheitshalber, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Nicht schlecht, ihr zwei. Ich passe weiterhin gut auf euer Geld. Oh, ah ja, ja, ja. Wenn wir nicht wiederkommen, dann kannst du es behalten, oder was? So läuft die Snobili-Card-Bank. Okay, dankeschön. Sammelbox. Oh Gott, wir haben so viel Schrott. Ich gehe mal eben verkaufen. Oder ich gehe erstmal einlagern. Hallo, Schatzi. Ja, 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 ja. Okay, danke schön. Lagern. Kann man auch alles lagern? Ja? Okay. So. Nee, ich will nichts lagern. Abholen. Meint ihr, ich kann da auch noch mit einem anderen Teammitglied hin? Ich weiß es nicht. So, wir nehmen mit. Wir nehmen auf jeden Fall ein paar Äpfel mit. So. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie lange das geht. 5? Ich nehme mal 5 mit. Nee. Und Mini-BD was haben. Da würde ich mal die 7. Nehmen wir die 7 mit? Ja, ne? Ich glaube, wir haben nämlich noch viele Belebersamen, oder? Oh, 7, okay. Sinnebeere nehme ich mal 3 mit. Und sonst. Ja. War es das, glaube ich. Ja. Dann würde ich sagen, das war's, glaube ich. Genau. Dankeschön. Na, dann können wir jetzt langsam aufbrechen, ne? Zu Groudon. Achso, hallo Enti. Hey Moritz, bist du soweit? Ja, ich bin soweit. Wunderbar, dann wären wir jetzt startbereit. Wir sollten uns heute Nacht richtig ausschlafen. Morgen brechen wir dann mit frischen Kräften auf. Oh, ein Traum. Hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Ich habe wieder diesen Traum. Gardevoir, wo bist du?
Gardevoir. Morgen ist es soweit, nicht wahr? Morgen brichst du in den unterirdischen Dungeon auf. Ja, alle sagen, dass dieser Dungeon ein ganz schrecklicher Ort ist. Ich frage mich, ob wir es schaffen. Es wird alles gut. Ich bin mir sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Moritz. Du hast meine volle Unterstützung. Vertrau einfach auf deine Stärken. Das werde ich. Danke. Ich fühle mich schon etwas mutiger und traue mich jetzt in diesem Dungeon. Übrigens, darf ich dich etwas fragen, Gardevoir? Wie ist es unter der Erde? Und wie ist Rodo und so? Tut mir leid, das weiß ich leider nicht. Verstehe. Ich hatte irgendwie gehofft, du wüsstest vielleicht mehr. So wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir sehr leid. Nein, das ist schon in Ordnung. Vielen Dank, dass du versuchst, mich aufzumuntern. Allerdings, es gibt doch eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Deine Aufgabe hier? Sie neigt sich ihrem Ende zu. Meine Aufgabe hier endet bald? Du wurdest zu einem Pokémon, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Sie hat dich hierher geführt. Und genau diese Aufgabe steuert nun ihrem Ende entgegen. Gardevoir, bitte verrate es mir. Was genau ist denn meine Aufgabe? Warum wurde ich zu einem Pokémon? Alles zu seiner Zeit. Ich denke, ich kann es dir verraten, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Auf Wiedersehen. Tschüss, Gardevoir. Dankeschön für diese tolle Nachricht. Ermutigung. Wie auch immer man es nennt. So, Alter, bist du bereit? Ich bin bereit, auf jeden Fall. Morgen, Moritz, hast du gut geschlafen? Ja, hab ich. Okay, strengen wir uns an und retten Sinsala. Gardevoir hat etwas zu mir gesagt. Sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meinte sie damit etwa das anstehende Abenteuer im unterirdischen Dungeon? Wird sie mich in alles einweihen, wenn wir Sinsalas Team gerettet haben? Hey! Sag mal, willst du dir etwa Wurzeln schlagen? Komm, gehen wir! Okay, sorry, Paladin, ich hab mit mir selbst geredet. Magma-Höhle, okay. Ist die Frage, können wir was mitnehmen? Ich überlege gerade, Rodan ist Boden und Feuer. Haben wir irgendwie noch einen Wassertypen dabei? Zum Beispiel Krapse. Nein? Nein? Haben wir nicht. Ja gut, ne? Was nehme ich denn damit? Vielleicht Griffel mitnehmen? Kleinschein will ich eigentlich nicht mitnehmen. Merle bringt uns da eigentlich auch nichts. Ludo auch nicht. Die kann ich vergessen. Du bringst uns da leider überhaupt nichts, Electek. Das ist das große Problem. Dampfirflex? Vielleicht? Oder Griffel? Bin da irgendwie für Griffel, aber der hat so schlechte Attacken. Das ist ein bisschen blöd. Mogelbaum hätte Holzhammer. Für Boden vielleicht. Knackleon, Dampfwalze? Ich glaube, ich nehme Knackleon mit. Ich glaube, das ist am schlauesten, oder? Ja, komm, Knackleon. Dann darfst du mal mit. Oh, bestätigen. Dann? Wollen wir los? So, und aufbrechen. Oder kann ich noch irgendwelche Items geben? Sammelbox. Achso, aus der Sammelbox. Ja, okay, ne? Da habe ich nicht viel. Nee, okay. Dann können wir los. Oh, jetzt bin ich wieder komplett ausgegangen. Wie immer. Magma-Höhle. Und aufbrechen. Wir sind da. Das ist die unterirdische Höhle, in der Growler lebt. Palenia, Stimme hört sich auch immer anders an, ne? Sieh dir nur diese Schlabberströme an. Beim bloßen Anblick laufen mir schon die Schweißperlen die Stirn runter. In diesem Dungeon herrscht garantiert eine unerträgliche Gluthitze.
Es sollte schon andere Retterteams hier sein. Nicht sie rein und geben wir wie immer unser Bestes. Okay. Okay, okay. Wir sind Feuer, wir haben zwar auch Probleme, wir haben aber im Notfall noch Doppelkick. Oder schon Radikal, was eigentlich gar nichts mit Feuer zu tun hat. Sehr gut gemacht. Da ist noch ein Radikal, ey. Oh, ich bin überhaupt kein Fan von Radikals. Die waren in den Editionen immer irgendwie doch stark, aber man wollte sie nie im Team haben. Weil die sind halt... Sind halt Ratten. Oder war was? Leuchtboden. Protein habe ich gefunden. Sammelbox, das können wir eigentlich direkt mal trinken. Protein. Erhöht sich dessen Angriff. Okay, trinken. Knackleon. Weil Knackleon hat Angriff. Boden ist nämlich Angriff und kein irgendwas anderes. Walzer. Oh Gott. Hör auf mit Walzer, ey. Ich find's gut, dass wir Anton im Team haben. Weil mit Anton scheint das hier etwas leichter zu werden. Ich wollte jetzt nicht schon auf U1. Ach, komm, ey. Scheiße. Ah, ich glaube, ich muss hier irgendwann nochmal trainieren. Wenn das so weitergeht. So. Da ist die Treppe. Magma U2. Oh, cool. Lunastein wäre natürlich eine praktische Hilfe. Das auf jeden Fall. Dann wollen wir mal Richtung Lunastein hinflattern. Ja, hier haben wir Geld. Oh Gott. Ja gut, ne? So, dich kann ich angreifen. Oh, ist der schon weg. Also so stark sind die hier schon mal nicht. Komm, Nidoqueen, kommst du mit? Nein? War auch irgendwie klar. Ich glaube, es war echt klar. Doppelkick. Aua, aua, aua. Alter. Sag ja, Radikal macht immer sehr, sehr viel Schaden. Lunastein, kommst du in mein Team? Ja? Cool. Dann komm mal bitte in mein Teamchen. Ich hab auch Kekse. Ich hab auch Kekse für dich. Hier. Einen Apfel für dich. Ja. Oh, ja, ja. Ich wär auch... Oh. Wir haben den Berg gar nicht. Egal, komm mit. Wir brauchen dich bestimmt. Wir brauchen dich bestimmt. Oh, ich wollte nicht so schnell rennen. Okay. Gut. Giftstab. Oh Gott, aua. Wie, es lebt noch? Was ist das denn? Die anderen waren tot. Down. Okay. Da haben wir einen Sandan. Aber das Sandan ist auch schon wieder schnell weg. Weil wir einfach zu gut sind. Ich wette mit dir. Ach, hier ist sie. Ich wollte schon wetten, dass sie unten ist. Unten links. Aber da hätte ich dann falsch gewettet. Oh, ein... Ist es ein X-Bad? Es ist tatsächlich ein X-Bad. Ich fasse es nicht. Sehr gut gemacht, Knackleon. 24, gut. Du könntest auch mal irgendwann mal eine neue Attacke lernen. Bin ich für. Ne? Also, wäre nicht verkehrt. Wäre nicht verkehrt. Da hinten ist die Treppe, perfekt. Die kriegen uns nicht. Aber die wollen uns gar nicht haben. Dann holen wir uns die Kohle noch. 120. 102 meinte ich. So, hier haben wir auch nochmal Geld. Hier ist eine Sinnebeere. Perfekt. Blut. Aquavelle. Ich glaube, zweimal war unnötig, aber ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Oh Gott, ich habe mich verlaufen. Einmal kurz. Ich glaube, wir müssen mal eben hier abwarten, bis der... Ach, ist nur ein Sandan. Okay, Sandan ist in Ordnung.
weil das kann nicht so viel. So, Loot. Und Lunastein macht natürlich nichts, weil es wahrscheinlich auch nicht wirklich viel kann. Behaupte ich jetzt. Leute. Oh Gott, da kommen jetzt zwei oder was? Okay, dann Sammelbox. Dann schmeißen wir hier einen Konfusionszweig. Schwingen. X-Bad wurde verwirrt. Oder ist verwirrt. Gut. Komm, X-Bad, ich hätte dich ganz gerne im Team eigentlich. Ja! Oh mein Gott, mega gut. Mega nice. Ja, auf jeden Fall komm mit. Durchsetzungskraft. Geil. Dankeschön, X-Bad. Du wirst uns auch eine Hilfe sein. Wirklich. Du bist cool. Und Nidoqueen, ich hätte dich eigentlich auch ganz gerne im Team. Kommst du mit? Nee. Du Egoist. Oh Gott, da kommt Nidoking. Macht was. Energiefokus, okay. Das schaffst du, Anton. Perfekt. So, dann muss ja hier eigentlich die Treppe sein, ne? Ja. Oh, ich fand es schon cool, das im Team zu haben. Das ist nämlich sehr, sehr nervig zu entwickeln. So, dann machen wir es so. Gut. Anton macht gar nichts. Ich dachte, er macht irgendwas. Nee, Nidoqueen kommt in mein Team. Scheiße. Dampfeis. Oh. Das wird echt weh. Oh. Lunastein hat das erstmal angegriffen. Und direkt besiegt, Alter. Also Psycho ist auch ganz gut hier für den Dungeon. Da ist Anton echt super eigentlich mit. Oh, ich kann gar nicht, ich hab kein Blut mehr. Oh Gott, Intensität. Aua, das hat weh. Weg mit dir bitte. Oh mein Gott, das hat echt weh. Oh Gott, das ist die Treppe. Schnell weg. Keine Intensität bitte mehr. Danke. Ja, oh, ich wollte den Dungeon drauf. Das müsstet ihr eigentlich alleine schaffen, oder? Gut. Geld? Wünsche mir eigentlich noch ein paar Äpfel irgendwie. Weil so viele Äpfel habe ich gar nicht. Ja. Oh Gott. Weg mit dir. Reicht das? Ja, reicht. Sehr gut. Oh nee, da ist noch so ein Viech. Ja, gut, ne. So, wir machen es so. Oh Gott, ach, ich hab ja kein Dings, Anton, ich brauch dich. Ich brauch dich, Anton. Komm, Anton, mach es weg. Mach es weg, Georg, bist du stark für uns. Beziehungsweise kannst du stark werden. Okay, X-Bad geht noch. Sammelbox. Konfusionszweig. Obwohl, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Komm her, X-Bad. Vielleicht kommst du auch mal in mein Team. Das wäre lustig, oder? Ja. Auf jeden Fall. So, dann da. Und ne, von unten kommt auch noch ein Viech. So, Dampfwalze, aua. So. Alter, wieso tust du mich? Es trifft einfach nicht. Jetzt liegt immer noch, jetzt aber weg, oder? Danke. Oh nein. Aua. Leute. Oh, gut. Überlebt. Och nee. Anton, Hilfe, bitte. Bitte, ich bin gleich tot. Und Angriff. Sehr gut. Okay, ich muss wechseln. Und er braucht eine Sinnebeere. Essen. Moritz. So. Perfekt. Danke, Palenja. Ja, bitteschön, Moritz. Dann haben wir auch noch ein Viech. Das muss ganz, ganz schnell weg. Aber, Tecke ist noch in Ordnung. So. Hier haben wir nochmal Schleimkost. Oh, weg. Oh nein.
Aquaknarre, komm Glück. Oh, danke schön. Palenia, danke. Danke, Knackleon. I love you so much. Hier, weg mit dir. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Oh, 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 oh. Oh Gott, er kämpft auch. Oh nein. Knackleon, halt durch. Was hat der denn jetzt für ein Problem? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh, 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 Knackleon. Knackleon. Oh, du bist Imba, Knackleon. Du warst super. Gerade schrei. Oh, nee. Oh, je, oh, je. Oh, nee. Da kommt noch so ein Geo-Dingsy. Oh, nervt das. Oh, 30, ey. Aua. Alter Schwede. Der Dungeon ist schon härter, ey. Muss ich aber hier mal sagen. Jetzt haben wir da auch nochmal Geld. Und jetzt ganz, ganz schnell hier weg. Ja, ja, mach du mal Hypnose und wir sind weg. So, mach mal Höhle 8, ey. Oh ne, hier ist ein Gegner. Konfusion. Gut, den hätten wir schon mal. Geld. Also ich wünsche mir eigentlich mehr Items als Geld. Und das könnte zum Problem jetzt werden hier. So, du bist aber weg. Oh nee, jetzt hat er zwei Attacken eingesetzt oder was? Oh, super, Georg. Super, ja, du kommst auf jeden Fall mit, ja. Aua, genau. Aquaknarre. Ach, ich weiß auch noch nicht hier, ob das hier was wird, ne? Aber okay. Das ist auf jeden Fall jetzt weg. So, wir gehen mal hier ins Wasser. Ach, können wir gar nicht. Ach, das ist Magma. Stimmt ja. Komm, du schaffst das, oder? Okay, ich helfe. Okay, ich helfe nicht. Du hast es nämlich allein geschafft. Ich bin stolz auf dich, Georg. Oh, Magma? Magma? Nee. Magma, doch, Magma. Hab ich nicht vertan. Was kommt da? Ach, Georg wieder. Oh Gott, weg, 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 weg. Aua, aua, aua. Alter, ich mach so wenig Schaden. Das ist nicht gut. Ach, sehr gut. Sehr gut. Okay, weg, 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 weg. Gehen hier unten her. Oha. Ich dachte, hä? Ach, scheiße. Das ist da oben. Ach, Mist. Oh ne, ich hab mich vertan. Kommt, Leute. Oh ne. Jetzt kommt von oben auch noch ein Viech oder was? Ne, kommt's nicht. Ah, ah. Wir können hierher gehen. Hierher, Leute. Uhuhu. Bist du schneller? Georg, das schaffst du. Kein Item. Ich hätte gern das Item. Oh ne, es ist nur Geld. Ach, ich kann gar nichts machen, oder was? Super. Ach, gut, es ist weg. Sorry, Georg, aber ich konnte jetzt nichts opfern für dich. So, schnell weg hier. Gibt's hier irgendwie... Ich brauche eine Mittelplattform, Alter. Zur Erholung. Oh, ich habe außerdem B gedrückt. Das wollte ich nicht. Aua, aua. So. Hallo Magba, kommst du bitte hier hin? Komm her. Danke. Konfusion. Konfusstrahl. Oh oh. Bitte setz keine Attacke ein. Puhuhu, das war knapp. Das schon, wir wären weg. Vom Fenster. Obwohl ich bin da Wasser. Mir macht es eigentlich gar nicht so viel aus. Mir scheint es, dass die Dungeons jetzt hier etwas größer werden, was ich cooler finde. Aber vielleicht bilde ich mir das gerade auch nur ein. Das kann es auch sein. So, sein Kopfstoß ist zurückgeschreckt. Geschreckt. Supi. Konfusion. Konfusion. Und weg.
Da ist die Treppe. Perfekt. Schnell weg hier. Oh, hier haben wir noch eine Treppe. Perfekt. Oh, jetzt läuft es, Leute. Jetzt läuft es, aber sicher. Wir müssen mal ganz Funkenflug, aber das hat weh. Ah, 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 ah. Finte, aua, aua, aua. Kannst du mir eine Sinneberge geben? Danke, Knackleon. Palenia, danke. So. Nee, nee, daneben. Finte, oh, oh, Knackleon, was machst du denn da? Alter Schwede, ey. Nee, Item nicht verwenden. Ich glaube, das schafft er nur, oder? Haben wir noch eigentlich hier Top Aether? Ja, haben wir noch zweimal. Dann trinke ich das jetzt einfach als Palenia und hole mir Aquaknarre wieder. So. Und Angriff. 40, perfekt. Ja, mach du Hypnose und ich mach hier Aquaknarre. Ach nee, das ist noch ein Viech. Heuler geht noch. Heuler ist in Ordnung. So. Puh. Alter Schwede. Das ist hier echt anstrengender, ey. Das ist der erste wirklich harte Dungeon. Was ist das denn jetzt eigentlich hier? Wieso krieg ich... Ach, Brand. Wegen Brand. Och Mann, ey. Aber hier ist ja auch kein Wasser. Alter, wieso sind die denn so weit hinten jetzt? Oh, das ist eine Same. Belebersame, Schlafsame, okay. Okay, wir müssen wohl nach da unten. Okay, da kommt irgendwas. Aquaknarre. Flügelschlag, okay, Suki. Oh Gott, da kommt noch eins. Ich komme. Konfuschall, okay, ich komme trotzdem. Oh ne. Hallo, hör auf. Hier, Aquaknarre. 70, wow. Geil! Ja, Magma. Magma ist auch cool. 30. Nice. Nice, nice, nice. Ich habe aber immer noch Angst vor Erdbeben von Groudon. Falls das kommen wird. Und wieso ist... Hä, wo ist denn... Oh, als ob... Als ob der jetzt hier rechts ist. Oh, ist das nervig. Das ist echt nervig. So, endlich. Endlich. So, ich hätte ganz gern Brand jetzt weg. Brand nervt mich. Extrem. Alter, das ist ein Schneckmark. Gut. Aquaknarre meinte ich. Sehr gut gemacht. So, hier ist noch eins. Hausbruch, okay. Aber das schaffen wir, glaube ich, oder? Ja. Das lassen wir auf jeden Fall schlafen. So. Okay, das war's auch. Komm her. Aquaknarre. Klammerrad, perfekt. Sehr gut gemacht. Lass mich mal vor. Da ist die Treppe, perfekt. Sind da mal nützliche Items? Nee. Alter, gibt's hier keine Heilsamen oder sowas? Ach, wo man mit sich heilen kann. Ja, ach, er macht Härtner. Toll. Oh Gott, da kommt noch ein Viech. Sehr gut, Anton. So, super. Sehr gut. Und Aquaknarre. Sehr gut, Leute. Ihr macht das hervorragend. Ich esse mal eben schnell was. Sammelbox. Und ein Apfel essen. Für Palenia. Wir gehen, glaube ich, erstmal nach rechts, damit wir das hier durch haben. Weil links sind gerade überall Viecher. Okay, hier ist nichts. Aquaknarre. Smog, aua, oh ne, ich will nicht vergiftet werden. Danke. Ah, hier ist ein Magma-Dingsi. Ne, wie ist das Viech? Makago, stimmt. Ein Makago.
da hätten wir einen Flunkiefer. Das lassen wir kommen. So. Aquaknarre. Tränen, okay. Flunkiefer, kommst du in mein Team? Nee? Auch nicht? Okay. Wir gehen hierher. Oh, Arbok. Oh, oh. Perfekt. Weg mit dir. Oh, endlich meine Sindelbeere, alter Schwede. Oh Gott, Flammensturm. Aua. Ich gehe mal weiter. Ja, ja, booste dich mal schön und ich gehe weiter. Schleimkost. Ach, was will ich denn damit immer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Flunkiefer eingeschlafen. Super. Oh, von hinten. Von hinten, Vorsicht. Oh, oh, aua. Ich komme, Knackleon. Aquaknack. Oh, scheiße, ich hab keinen. Ja, ja, auf jeden Fall. Oh Gott, wieso setzt du jetzt Geduld ein? Ist es verrückt oder was? Ich komme, ich komme. Nee, hallo. Lass den Kleinen mal in Ruhe hier. Du, Kacknu. So. Was haben wir da? Geld, okay. Aua. Achso, Knackleon brennt. Hier kommen jetzt aber ganz schön viele Monster. Och ne, Knackleon. Knackleon, was hast du denn jetzt da gemacht? Du kleines Ding. Was sollte das denn jetzt hier werden? Top Elixier, werden alle AP einer Attacke wieder vollständig. Attackenschwere aufgehoben. Okay, Top Äther. Trinken. Palenia. Aqua Dings. Oh Gott. Ich sag euch eins, ne? Das wird hier ein Desaster. Weil ich weiß nicht, was das jetzt hier soll hier von Knackleon. Dass der nach vorne gestürmt ist. Finde ich echt unter aller Sau gerade. So, der ist schon mal weg. Und du machst Geduld. Immer noch? Ich dachte, du hast langsam mal hier getroffen. Du kleiner Wicht. Okay, ich muss mich dazwischen stellen. Oder so. Genau. So, hört auf, Knackleon anzugreifen, Leute. Okay, nur noch einer. Und von hinten kommt schon wieder ein Viech. Ich nenne die schon gar nicht mehr Pokémon, sondern nur noch Viecher. Wie Insekten. Ja, hallo, Platz ist nicht möglich, oder was? Was soll das denn jetzt? Ja, ja, mach du mal. So, Angriff. Und nochmal Angriff. So, endlich. So, wir gehen jetzt weiter. Dieser Stress hier, ey. Oh mein Gott. Das ist ein Mag-Cargo. Ja, ich wollte nicht mit dir reden, aber okay. Amnesie. Komm her. Hypnose. Okay. 24 nur. Oh. 24 ist wenig. Alter. Hör auf mit deinem Geduld, Alter. Ist ja hier. Oh, Alter. Er läuft weg. Oh. Pff, ich dachte schon. Lunastein tot. Alter. Wieso läuft es jetzt weg? Mein Gott, ey. Wir laufen weg. X-Bad, komm mit. Die Stelle ist unnötig. Mann, ey. Alter, geht es euch irgendwie gut oder was? Ich glaube, denen geht's echt zu gut, ey. Die hören überhaupt nicht, ja. Ich gehe vor und die laufen einfach dann den Items hinterher. Diese Dinger hier. Ach, Schleim kostet schon wieder. So, da ist irgendwas. Gut. Flammensturm. Ja, 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 mach mal. Aua. Das hat weh. Nein. Auch wenn ich wieder brenne, ey. Och nee, da kommt schon wieder was. Ja, ja, ja. Mach halt Härtner, Alter. Ist mir sowas von egal. Hier, geh weg.
Och nee, Knack, Lionel. Ich schick dich gleich in die Mülltonne, wenn du hier nochmal Geduld machst. Ja, ja, mach du mal. Oh, da ist die Treppe, Leute. Glück gehabt. Und ich muss was essen. So, ach, da ist ein Flunkiefer auch noch. Okay. Sammelbox, Apfel, Essen. Palenia. So. Eisenschell. Okay. Nein. Danke. Was haben wir da? Top Elixier, okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch reden soll, ey. Alter Schwede, ich bin so gestresst hier. Oh, da geht's gar nicht weiter. Habe ich mich verguckt. Na, was haben wir hier? Och, auch nicht, oder was? Aquaknarre. Knuddler, aua. Danke. Oh, ich dachte kurz, es kommt mit, aber nein, wir kriegen nur ein Level ab. So, dann gehen wir jetzt hier rechts runter. Oh. Bisschen daneben. Okay, es war ein Fehler. Wir hätten einfach rechts oben hergehen sollen. Oh, ich habe One-Hit gemacht. Ist natürlich auch cool. Oh, und dann gehen wir nach oben. Und hier ist die Treppe nämlich nicht. Was ein Wunder. Ich raste hier gleich noch aus. Mann, wieso kann man denn so ein Unglück haben? Wieso liegt da unten eigentlich noch ein Item? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter. 7. Oh, keine Treppe, schade. Schade, schade. So, da kommt irgendwas. Ein Smogmog. Oh, ich habe keine Attacke mehr. Schade. Ich trinke, glaube ich, mal wirklich wieder was hier. Top Ether. Trinken, Palenia und Aquaknarre. So. Achso, es wollte uns nicht. Aquaknarre. Oh, daneben. Scheiße. Oh Gott. Will es mich hier verarschen, das Viech? Ich dachte, ich schlafe ein. Doch, tue ich. Oh ne, jetzt ist hinter uns wieder ein Viech. Treppe. Da ist die Treppe. So, welche... Oh, 18 sind wir jetzt. Okay. Lunastein. Haben wir noch einen Luna... Ah, stimmt, wir haben ja noch einen Lunastein. Ich weiß nicht, ob ich es mitnehmen soll. Wie viele Äpfel haben wir denn noch? 2 Äpfel und einen großen. Der große führt ja wie 2 Äpfel. Dann könnten wir es eigentlich machen. Bei Notfall hätte ich noch Knack Leon zum Steuern. Oh, Smogwalk will mit. Cool. Ja. Können wir überhaupt noch eins mitnehmen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 8. 8 kann man, glaube ich, insgesamt. Dann würde ich mit Luna Stein. Okay, komm mit. Ja, guck mal, es freut sich voll. Sehr schön. Ja. Perfekt. So, dann suchen wir jetzt mal die Treppe, ne? Oh Gott, Schlammbad tut mir, glaube ich, sehr weh. Rauchwolke, oh oh. Konfusion. Super. Oh, Mann, überall Smogmogs. Aber Smogmogs sind besser als irgendwelche Erdbebentypen. Oh, da ist noch ein Viech. Kommt. Kommt, Leute. Ihr schafft das. Nein. Mein Gott, ey. Ihr lernt es auch nie, ne? Egal. Lass es schlafen. Es kommt schon wieder. Okay, da kommt irgendwas. Wir sind bereit. Wir sind bereit. So.
und Konfusion. Sehr gut, Leute. Da ist die Treppe. Wenn wir Glück haben, brauchen wir jetzt nur noch eine Treppe. Wenn wir Pech haben, nicht. Was ist das denn? Lol. Was ist das denn? Hallo? Was ist das? Beim Briefschild steht etwas geschrieben. Willkommen im rätselhaften Haus. Wirf hier deine Einladung ein. Was für eine Einladung? Also ich weiß, dass wir irgendwann mal eine erhalten haben, aber es könnte auch sein, dass das bei meinem zweiten Spielstand war. Und nicht hier. Ah, Apfel essen. Palenia. Okay. Weitergehen. Haben wir jetzt leider nicht. Ja, Tackle, aua, das tut natürlich weh. So, Geld nehmen wir mal mit. Und hier ist die Treppe. Cool. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh Gott, es geht doch noch weiter. Alter, wie viele Ebenen hat die Scheiße hier? Wollt ihr nicht das Geld da mitnehmen? Nein? Doch. Gut, habt ihr mitgenommen. Sehr gut. Da ist noch ein Dingsy. Türgeschlag, perfekt. Oh, ich dachte, es würde tot sein, aber ist es nicht. Jetzt aber. Oh. Okay, Leute, ihr müsst da mal eben was machen. Nein, ich brauche für die Kacke. Oh Gott, da kommt ein Sandalen-Dingsy. Das ist natürlich jetzt belastend. Oh, Feuerfeger. Wer hat Feuerfeger? Ach, mein Magma. Das ist natürlich sehr praktisch. So, hier haben wir nochmal Geld. Denn Geld, Geld regiert die Welt, ne? Auf jeden Fall können wir Smogwalk. Smogon wegtun, wenn wir einen Sandama kriegen würden. So, hier ist nichts, okay. Treppi? Wo ist die Treppi? Sag mir nicht, die ist wieder in der Mitte. Oh, ein Slimer. Okay, hallo Slimer. Weg mit dir. Du Dreck. Du Dreck, du Müllschlucker. Haben wir da? Eine Sichtsame, okay. Das ist auch Geld. So, dann gehen wir hier mal her. Da ist die Treppe. Noch zwei Ebenen? Fragezeichen. Oh, hier gibt es ja große Pokémon. Aua. Oh mein Gott, hier gibt's Geowatze, ey. Aua, aua. Ist es weg? Es ist weg. Ich habe jetzt richtige Angst hier. Haben wir Reinsamen zufälligerweise? Zufälligerweise? Sichtsam, was macht Sichtsame? Wird er vom Punkt, wird dieser Sicht. Wow, ich finde ja gar nichts. Okay. Was schläft denn da? Ach, ein Onyx. Ist tatsächlich ein Onyx. Okay. Ich mache einfach Aquaknarre, damit es weg ist. Ja, ja. Mach ruhig Härtner. Ist mir egal. Okay, jetzt ist es mir langsam nicht mehr egal. Weil du kommst mir erstaunlich zu nah. Danke. So. Aquaknarre. Perfekt. Oh, Seite natürlich bisschen weh. Sehr gut gemacht, Leute. Sehr gut. Sehr gut. So, bloß kein Geowatz hier. Geowatz tut nämlich echt weh. Zwar nicht für euch, weil ihr schwebt irgendwie alle. Aber, oh, endlich. Ich brauch. Okay, erstmal Items lagern. So, wir lagern alles. Items entnehmen. So, was nehmen wir mit? Wir nehmen auf jeden Fall 3 Äpfel, 4 Äpfel mit. Dann nehmen wir noch 2 Elixiere mit. Ach, das braucht man nicht. Und dann nehmen wir natürlich noch Beliebersamen mit, 5. Und das müsste, glaube ich, hoffentlich reichen.
Weißt du was? Wir nehmen alle mit. Sicher. Ich will eigentlich keinen Pokémon verlieren. Eigentlich nicht. Aber ich will nicht lagen. Items annehmen. Dann nehmen wir auch noch hier die Belebersamen mit. So, danke. Okay, Anton. Sind wir bereit? Ja, ne? Magma Höhlentief. Oh nein. Geh was. Komm schnell weg. Schnell weg mit dir, bitte. Das ist weg. Gut gemacht, Leute. Könnt ihr das Item dann holen? Danke. So, Aquaknarre. Oh ne, Aquabelle. Aquaknarre kommt jetzt erst. Guck mal, das lebt noch. Weg mit dir. Sehr gut. Oh, wir können einen Onix holen. Das ist natürlich mega cool. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es kann nur nicht mit, oder? Was tue ich denn dafür weg? Ich will das Smogmog weg, du. Tschüss, Smogon. Ja. Perfekt. So, da kommt noch ein Viech. Ein Glück verfehlt. Sehr gut. So, ach, hier ist die Treppe. Perfekt. Direkt weiter. Boah, oben sind 5 Stück. So nicht dein Ernst, oder? 5 Onyxe. Ist ja was hier. Oh, nee, Stalos. Stalos ist das einfach. Einfach ein Stalos, alter Schwede. Tecke, ja, mach du Tecke, ich mache hier mein Aqua-Dings. So, hier haben wir ein Band. Hungerfalle. Lol. Oh Gott, ich habe echt Angst, Leute, hier zu verkacken. Aber wir haben eigentlich echt genügend Samen mit. Das müsste kein Problem sein. Ach, die schlafen alle da hinten? Oder der eine, der passt da nicht durch, weil es zu viele sind. Ich frag mich, wo wir sind. Wir dürfen schon ziemlich weit vorgedrungen sein. Oh, Crash, ein Erdbeben. Puh, es ist vorbei. Sieh nur, Moritz, da drüben. Hey, alles in Ordnung? Los, komm wieder zu euch. Was ist denn hier überhaupt passiert? Groudon hat uns zu Kleinholz verarbeitet. Groudon? Wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Okay, und was ist mit Simsala? Wo steckt der? Simsala kämpft noch immer gegen Groudon. Ich würde ja gern helfen, aber ich habe keine Kraft mehr. Moritz, wir müssen uns beeilen. Seid ja vorsichtig, wir kommen nach, sobald wir wieder fit sind. Oh, hier steckst du also, Simsa. Ist mit dir alles in Ordnung? Ach, ihr seid es. Tretet ja nicht näher. Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen. Hier kommt es. Es kommt? Wo? Ich dachte, er kämpft schon die ganze Zeit mit ihm. Ist ja hier wieder alles fake. Simsala! Simsala ist wie vom Erdboden verschluckt. Ob er besiegt wurde? Um Himmels Willen, jetzt sind wir an der Reihe. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wow, oh Gott, das ist so cool. Moritz, zeigen wir ihm, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. So Leute, jetzt ist unsere Zeit, ja? Wir werden es schaffen. Was ist das denn? Ich habe nur A gedrückt. Ein außergewöhnliches Tür ereignet sich. Magma strömt durch die Ebene des Dungeons. Mit jedem Erdstoß landen die Pokémon an einem anderen Ort. Kommt ein Pokémon, das nicht dem Typ Feuer angehört, mit dem Magma in Berührung, wird es zudem in den Zustand Brand versetzt. Sehr gut. Reicht das schon aus? Aua. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe es. Auf jeden Fall macht Magma ganz schön viel Schaden.
So, Dampf also perfekt, Leute. Also bis jetzt läuft es noch. Sehr gut gemacht. Ja, okay, da sind wir ja nicht. Also glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir da in diesen Dingern da stehen. Nee, sind wir nicht. Sehr gut. Da kann die Magma ruhig kommen. So, jetzt wird natürlich A gespammt, weil man nichts anderes machen kann. Die Magma breitet sich aus. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wir schaffen das, oder? Leute? Wir sind doch Team Entenfeuer. Wenn uns das Feuer nicht mag, dann... Wen mag es denn dann sonst? Ne? Was hat's gemacht? Bulla? Okay, Bulla ist natürlich so semi-cool. So, ist es jetzt auch noch verwirrt? Perfekt. Und Onyx, der hat da unten Spaß, glaube ich. Er guckt einfach nur zu. Ach komm, ihr schafft das schon. Und Vorige, ich weiß gar nicht, ob Vorige irgendwas macht. Ich glaube nicht. So. Runastein bekommt jetzt gleich Brand. Aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja, leuchtet eigentlich, ne? Also ich habe noch kein Problem. So, Expert hätte vielleicht ein kleines Problem, aber naja. So, Steinhagel, Absorber. Hat es eigentlich schon. Ach ja, doch, hat ein paar Mal angegriffen. Hab's noch nicht bemerkt. So, komm. Blut, super. Ich würde gleich mal ganz gern gucken, wie viel wir von allen noch haben. Okay. Oh, hat sich verhärtet. Okay. Sammelbock. Ah, nee. Attacken, Teaminfo. Wir haben noch genug. Er hat auch noch genug. Okay, sehr gut. Dann können wir eigentlich weiter angreifen. Na, Leute. Und vielleicht kommt Onyx auch mal dazu. Dann geht es vielleicht etwas schneller. Also, das würde ich mir jetzt so vorschlagen. Wie viel KP hat das? Oh Gott, es hat einen daneben gedingst. Oh, es war's. Das war's. Oh. Okay. Oh, das Arme. Da sind sie. Sieh mal, da ist Simsala. Und da sind auch Lurak und Despotar. Habt ihr Gordon etwa tatsächlich besiegt? Geht es euch gut? Ja, alles in Ordnung. Es geht mir gut, aber wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Und was ist mit Gordon? Wird es ihm gut gehen? Eure Sorgen sind unbegründet. Es wird nur allzu bald wieder erwachen. Es war außer sich vor Zorn, weil es aus dem Schlaf gerissen wurde und dann hat es vollkommen die Kontrolle verloren. Es sollte sich schon wieder beruhigen. War die Erde bebt schon wieder! Nichts wie weg von hier, schnell! Nachdem Gordon besänftigt war, verließ das Team von Moritz den Dungeon und kehrte mit Simsalas Team zum Pokémon-Platz zurück. Yeah! Erdbeben, nice! Werden wir wahrscheinlich nie im Team haben, weil das könnte uns auch verletzen. Ja, sorry. Schade. Aber du kannst doch, ne? Expert kann mit. Das ist schon mal cool. Ja. Nein. Du kannst auch kommen, ne? Perfekt. Ja. Ah, gib mir dein Geld, Lunastein. Onyx kann auch kommen. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Ist das Team von Moritz immer noch nicht zurück? Hey, schaut mal, da kommen sie. Du hast recht, sie sind zurück. Komm, gehen wir ihnen entgegen. Yeah, yeah, großartige Arbeit, Moritz. Du warst einfach spitze. Wir wissen alle schon Bescheid, ihr habt Gordon wirklich besiegt. Ihr zwei seid wirklich unglaublich. Ich sehe euch in einem ganz anderen Licht.
Wie, wo, was? Jetzt wartet mal eine Sekunde. Wie kann es sein, dass ihr alle schon wisst, was in der Magmahöhle passiert ist? Philippa hat eine Sonderausgabe der Pokémon-Zeitung veröffentlicht. Da stand alles drin. Diese Stärke, ihr habt wirklich all meine Erwartungen übertroffen. Einfach bewundernswert. Ihr wart großartig. Ich würde am liebsten nur noch mit euch zusammenarbeiten. Damit steht es ein für alle Mal fest. Euer Retterteam Entenfeuer ist absolut erstklassig. Ihr könnt zu Recht stolz auf euch sein, Palenia und Moritz. Schnief, schnief. Ich bin so glücklich, Moritz. All die Mühe, die wir uns gegeben haben, hat sich ausgezahlt. Schaut euch das an. Dass Gordon ausgerechnet von so einer flachen Null besiegt wurde. Was? Hallo? Oh, was war das? Huch, was war das gerade? Ich habe ganz kurz etwas gehört. Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, ich habe es auch gehört. Ich auch. Und ich höre es immer noch. Spricht da jemand? Spricht da jemand? Hallo? Gardevoir, hallo? Bist du's? Diese Stimme, die habe ich doch schon mal gehört. Das ist Satu. Ja, ganz eindeutig. Oh, Satu sagst du? Aber natürlich, er kommuniziert telepathisch mit uns. Satu versucht uns mit seiner telepathischen Kräften zu kontaktieren. An alle Pokémon, hört mir zu. Es ist schrecklich. Am Himmel, es ist ein Meteorit erschienen. Dieser Meteorit rast auf unserem Planeten zu. Er ist riesig, geradezu gigantisch. Und er befindet sich auf einem direkten Kollisionskurs mit unserem Planeten. Wow, schön. Och, der sieht echt schön aus. Wie ihr wisst, haben sich seit kurzem zahlreiche Naturkatastrophen ereignet. Ich weiß nun, weshalb das Gleichgewicht der Welt gestört wurde. Das war alles die Schuld dieses Meteoriten, der auf uns zurast. Wenn wir nichts unternehmen, wird er mit unserem Planeten zusammenprallen. Das hätte katastrophale Folgen. Wir müssen dies um jeden Preis verhindern. Aber was können wir dagegen tun, Satu? Weißt du, wie wir den Meteoriten stoppen können? Ja, ich kenne einen Weg. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Katastrophen noch abzuwenden. Ihr müsst Raikaza um Hilfe bitten. Raikaza? Wer ist das denn? Ein legendäres Pokémon, das in der Ozonschicht hoch über den Wolken lebt. Bittet Raikaza, den Meteoriten zu zerstören. Aber es wird nicht leicht. Raikaza lebt hoch in den Lüften. Niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Wenn er in so hohen Gefilden lebt, wie sollen wir ihn dann erreichen? Simsala und ich werden gemeinsam unsere Teleportationskräfte verstärken. Auf diese Weise sollte es uns gelingen, Pokémon hoch in die Luft zu senden. Aber seid gewarnt, diese Pokémon erwarten eine Reise ins Ungewisse. Niemand weiß, was sie in der Welt über den Wolken erwartet. Nicht einmal ich. Kein Problem, wir melden uns freiwillig. Ich will ehrlich sein, ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Aber seid ihr euch auch wirklich sicher? Ich weiß nicht, welche Gefahren euch dort oben erwarten. Mir ist schon klar, dass diese Mission nicht ganz ungefährlich ist, aber ich wünsche mir, dass alle Pokémon in Frieden leben können. Palenia und Moritz, könnt ihr mich hören? Ich bin Esatu. Ich werde mich mit Simsala absprechen, wie wir unsere Kräfte verstärken können. Morgen früh geht es los. Bis dahin solltet ihr euch ausruhen. Ein letztes Wort der Warnung. Euch erwartet ein gefährliches Abenteuer, aber ihr dürft einfach nicht scheitern. Keine Sorge, das wird ein Klacks. Stimmt's? Oder habe ich recht, Moritz? Jetzt geht's direkt schon in die nächste Mission, alter Schwede. Wie viel Geld habe ich? 4.000? Oh, die lagere ich mal lieber schnell ein. Weil für 5.000 bekomme ich ja hier nichts mehr. Mann, ey. Okay. Dankeschön. Ja. Ich würde an der Stelle einfach mal sagen, wir beenden diesen Part. Morgen geht es dann weiter, wenn wir dann Richtung Himmels Dingsi Bumsi aufbrechen. Warte, ich guck mal eben. Ja, ich lagere mal eben alles. Richtung Himmelsturm aufbrechen. Und Raikaza um Hilfe bitten. Das wird auch nochmal harter Dungeon, glaube ich. Aber das schaffen wir, glaube ich. Ja, ich bin fest überzeugt. Ich nehme jetzt die drei hier mit. Dann können wir die an Pokémon verfüttern. Äpfel nehme ich mal so 6 mit. Und Belebersamen nehme ich 5 mit.
Die müssten reichen, bis wir irgendwie zu so einem Zwischenpunkt gekommen sind. Genau. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, haut rein und ciao.